Hallo und herzlich willkommen auf der Wiese heute zum neuen Türchen. Fand ich gerade passend, weil da hinten steht gerade ein schöner Baum, der noch seine Herbstoptik hat. Es ist so ein... Übergangsthema von Herbst und Winter und soll ein bisschen um den Abbau von Laubblättern gehen, weil wir wissen ja, im Herbst fallen die runter und im Frühjahr sieht es manchmal so aus, als wären da noch ein paar da, aber auch schon gar nicht mehr so viele und spätestens im Sommer sind sie gefühlt größtenteils wieder verschwunden. Und wie die so abgebaut werden und welche Prozesse da eine Rolle spielen, das wollen wir heute mal ein wenig besprechen. Und ich habe hier ein paar Beispiele mitgebracht in verschiedenen Farben. Das ist das Thema des Tages. So, und jetzt machen wir hier noch ein bisschen die Linse sauber und dann kann ich auch loslegen. Also, zunächst mal müssen wir ja mal wissen, was ist in so einem Blatt überhaupt drin an Stoffen, die so abgebaut werden müssen beim mikrobiellen letztendlich Abbau von Blättern. Nehmen wir doch als Beispiel vielleicht einfach mal dieses Blatt hier. So. Und was ist da jetzt so drin? Das stammt tatsächlich von einer Erdbeere vom Balkons, von unserem Balkon. Ich habe es jetzt einfach mitgenommen, weil es so ein schönes Gelb hatte und ich mir nicht sicher war, ob ich im Wald, und das stimmt auch, ich finde hier wahrscheinlich jetzt nichts, was so ein Knallegelb hat, ob ich sowas eben finde, und drum habe ich das genommen. Aber auch so ein Erdbeerblatt hat die wesentlichen Bestandteile, die wir bei so ziemlich allen Laubblättern finden können. Bei einer Nadel, eine Nadelholznadel, da schaut es wieder ein kleines bisschen anders aus, aber die werden ja auch nicht periodisch immer im Herbst abgeworfen, sondern alle paar Jahre eine einzelne Nadel, je nachdem, oder auch ein paar Nadeln eines Jahrgangs. So durchschnittlich kann man zumindest bei der Fichte sagen, das gilt auch für die allermeisten immergrünen Gehölze, hält so eine Nadel bzw. ein immergrünes Blatt sowas um die 7 Jahre. Das können auch mal 5 oder mal 8 oder mal 9 theoretisch sein. Das hängt davon ab, wo es hängt. Je mehr Photosynthese es macht, desto schneller ist es verbraucht und desto schneller muss es ausgetauscht werden. Auch dann werden Nadeln beim Nadelbau meistens braun, bevor sie abgeworfen werden. Da wird also auch versucht zu recyceln, was da noch drin war, bevor es abgeworfen worden ist. Ne? Und dass das Laubbäume tun, das ist, denke ich, allgemein bekannt, dass der Grund für die Herbstverfärbung darin besteht, dass der Baum aus den Blättern, bevor er sie abwirft, nochmal rauszieht, was da an wichtigen Sachen drin ist, um die eben zu recyceln und die direkt für nächstes Jahr zum Wiederaustrieb zur Verfügung zu haben. Ja? Und das machen eben nicht nur Bäume, sondern auch andere überdauernde Pflanzen, die in der Lage sind, mehrere Jahre hintereinander zu leben und dabei wechselgrün sind, wie zum Beispiel eben jetzt hier unsere Beispiel-Erdbeere. Ganz normale Kulturerdbeere, also die, die die großen Erdbeeren macht, die man dann entsprechend verspeisen kann. Wichtig für den Abbau von Blättern ist zunächst mal, dass so ein Blatt meistens aus 2 Zelltypen besteht. Wir haben einmal die ganz normalen Blattzellen, das sind parenchymatische Zellen, nur damit ich es gesagt habe. Also die Zellen, die mal grün waren und die theoretisch in der Lage sind, Photosynthese zu machen, wenn jetzt halt nicht gerade Herbst bzw. Winter bzw. abgefallen ist. Die haben eine andere Zusammensetzung und haben eine andere Zellstruktur als die holzigen Zellen. Und auch bei einer eigentlich nicht Holzpflanze können wir bei den festeren Zellen, zum Beispiel im Stängel, ja eine andere Art von Zellen finden, nämlich die Lignocellulose-Zellen, die neben der normalen Zellulose, die ist in jeder Pflanzenzelle drin, ja, gibt es eben im Stängel auch Lignin, das ist insbesondere bei sehr wohlverholzenden Pflanzen, wie, das ist ja nochmal die Erdbeere, Entschuldigung, wo ist denn der,
jetzt finde ich den Wein nicht. Ich habe doch noch einen Wein. Ah, hier ist der Wein. Leider ohne Stängel. Aber wenn der jetzt noch einen Stängel hätte, dann wäre der Stängel eben deutlich mehr verholzend, weil ein Wein ist ja durchaus was. Eine Weinrebe, die ist aus Holz. Ja? Also das ist eine absolute Holzpflanze. Und da sieht man dann insbesondere im Stängel jede Menge Holzzellen bzw. verholzende Zellen. Und die sind viel stabiler im Abbau. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber auch die Blattachsen, ne? Also hier diese Linien, die Adern des Blattes, die sind ebenfalls aus nochmal einem stabileren Material als eben diese labbrigen, ehemals grünen Blattbestandteile und brauchen auch länger zum Abbau. Ne? Machen wir uns das mal klar. Was ist also jetzt so die Stoffe, die generell in so einem Blatt drin sind? Sind zum einen eben die Zellulose. Ich blende euch da gerne ein Bild ein, aber das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Im Wesentlichen kann man sich Zellulose als eine Kette von Glukosemolekülen vorstellen. Und Glukose ist ein einfacher Zucker, der ein sechsfach Gerüst bildet. Und ganz viele von diesen Sechsfachzuckern hängen einfach in einer Reihe und ganz, 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 ganz viele. Und das gibt ganz lange Stränge und das bildet eine Glukose, ne? Also einen einzelnen Glukosestrang. Und jetzt sind diese Stränge in der Lage, sich untereinander, wenn du noch einen zweiten Strang daneben legst, dann können die sich miteinander verketten über Wasserstoffbrückenbindung und hängen dann recht fest zusammen. Und dann machst du noch einen Strang dazu und dann hast du schon drei übereinander. Dann machst du noch drei dahinter und drei davor und so weiter. Und wenn du ganz viele davon hast, dann gibt das so einen richtigen schönen Strang, wie man ihn auch, wenn man mal mit Holz gearbeitet hat, im Holz immer mal wieder erkennt, diese Holzfasern, ja, diese langen Holzfasern, die da je nachdem, wie der Baum auch gesplittert ist oder das Brett gesplittert ist oder sowas, werden diese Fasern richtig als Faser erkennbar. Und Holz ist die Extremform von diesen Zellulosefasern in sehr, 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 sehr dick und dann auch in durchaus sehr, sehr hart. Übrigens, der Stoff, der dafür verantwortlich ist, dass Holz dann eben auch seitenstabil ist, die Holzfasern, ja, nicht super beweglich sind und super labberig, wie das bei den meisten nur wenig Holz- oder wenig lignineinlagernden Pflanzen der Fall ist. Das sind ja sehr, sehr labberige, sehr bewegliche Teile. Bei denen führt eben Lignin, dieser zweite wesentliche Inhaltsstoff des Holzes, dazu, diese Zellulosefasern, also diese langen, langen, langen Linien, wie nochmal mit so einem Mäntelchen, mit so einer Art Beton, die werden nochmal in Beton gegossen sozusagen, diese langen Fasern. Und dieser Beton drumherum sorgt eben dafür, dass die dann auch eine gewisse Seitenstabilität haben und nicht schwingen, schwingen, schwingen machen. Ja, ich hoffe, das kann man sich einigermaßen vorstellen. Und eben dieses Lignin ist der zweite wesentliche Bestandteil, den wir in unseren Blättern finden. Neben der Zellulose befindet sich in jedem Blatt auch ein gewisser Anteil, also in den allermeisten Blättern, ne? Nicht in jedem, befindet sich noch ein gewisser Anteil von Lignin eben vor allen Dingen in den Blattadern. So, dass wir das jetzt mal geklärt haben. Außerdem ist noch drin, der Vollständigkeit halber, Reste von Zeugs, was das Blatt verwendet hat, um sich gegen Fraßfeinde zu wehren. Das können Gerbstoffe sein, beziehungsweise Tannine, nennt man sie auch ganz gerne. Das sind oft irgendwelche verdauungshemmenden Stoffe, die, wenn es der Käfer frisst, dem seine Darmpartikelchen verkleben. Der hat so Verdauungspartikel im Darm, ein Käfer, oder eine Raupe. Na, ist egal, ob das jetzt ein ausgewachsener Käfer oder noch eine Raupe ist. Und wenn diese Partikel miteinander verklebt werden, dann funktionieren die nicht mehr richtig und dann kriegt die Verdauungsstörungen die Raupe. Das kann so weit gehen, dass sie daran dann zugrunde geht, weil sie gar nichts mehr verdaut bekommt. Und damit hat das Blatt halt gewonnen und wird nicht weiter von der Raupe befressen. Also sowas ist da noch drin. Und dann gibt es noch weitere Festigungselemente, die gerade bei Pflanzen, die nur sehr wenig Lignin ausbilden, wichtig sind, nämlich sogenannte Hemicellulosen. Ja, Zellulose, eine gerade Kette von ganz vielen kleinen Glukose-Zucker-Molekülen. Ne? Eine Hemicellulose, die ist nicht als langer Strang aufgebaut, sondern die geht so. Wupp, 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 irgendwie kreuz und quer, also als verzweigte Struktur. Und als solche verzweigte Struktur ist sie auch genau dafür da, eine zusätzliche Festigkeit zu bilden, zusätzliche Verzweigung in eine sonst wirklich geradkettige Faserstruktur
Struktur reinzubringen für im Wesentlichen mehr Stabilität. Einfach. Ne? Also die Hauptfunktion. So, das ganze Zeug besteht chemisch aus den folgenden Elementen. Kohlenstoff ist das Allerwichtigste. Wasserstoff, mindestens genauso wichtig. Also die sind eigentlich, und Sauerstoff, die sind eigentlich drei gleichwertig. Ne? Das sind die drei wesentlichen Bausteine der organischen Chemie. Sämtliches Leben, zumindest auf unserem Planeten, fast sämtliches Leben, sage ich jetzt mal, basiert auf Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff. Und das ist die Hauptsubstanz, woraus alles aufgebaut ist. Mengenmäßig, wirklich mit Abstand am bedeutendsten, ist bei Tieren ein kleines bisschen anders. Die haben auch noch sehr hohe Anteile von Stickstoff, weil wir aus Fleisch bestehen. Und Fleisch enthält bekanntermaßen viel Protein. Und Protein wiederum enthält bekanntermaßen jede Menge Stickstoff. Ja? Aber bei pflanzlichem Leben sind das die drei mit Abstand häufigsten Elemente. Und die machen auch wirklich massiv größten Anteil von so einem Blatt aus. Da ist noch ein kleines bisschen anderes Zeug drin und das ist dann Calcium, Magnesium, Kalium und vielleicht ein bisschen Phosphat. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, aber wir beschränken uns jetzt mal auf diese vier. Und mit diesen vier fangen wir jetzt beim Abbau auch an und den Stickstoff, der ist natürlich auch in pflanzlichen Sachen drin. Ne? Also nochmal zur Verdeutlichung, mengenmäßig am häufigsten Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff auf Platz 4, aber deutlich weniger drin als die anderen drei. Und dann in seltenen und in Spuren sozusagen Magnesium, Calcium, Kalium und Phosphat. Beziehungsweise Phosphor, aber Phosphor tritt nie als reiner Phosphor, elementarer Phosphor auf, sondern immer in der Verbindung als ein Phosphat. So, als erstes, wenn jetzt der Laubabbau losgeht, ist das Erste, was passiert, eben diese schöne Buntfärbung unserer Blätter. Ja, und diese Buntfärbung setzt deswegen ein, weil ein Farbstoff, der vorher schon drin war, jetzt aber noch mehr zutage tritt und teilweise auch neu gebildet wird. Das ist unterschiedlich. Und im Fall von roten Blättern ist der Farbstoff ziemlich ausschließlich Anthocyan. Nur, dass wir das mal wissen. Das ist genau das, was eben diese knallrote, schöne Farbe macht. Und im Fall von ganz gelben Blättern ist der Farbstoff auch fast in Reinform Carotinoin, das Zeug von der Möhre, ne? Karotte, und macht aber in der Form im Blatt eine Gelbfärbung, theoretisch manchmal auch eine Orangefärbung, aber so in die Gelb-Orange-Töne geht's und mit den Anthocyanen in die Rottöne und alles dazwischen sind dann halt Mischungen. Die meisten Blätter lagern beide Sachen ein. So, und die kommen dann zustande, wenn beim beginnenden Absterbeprozess und beim beginnenden Zersetzungsprozess eines Blattes noch am Baum meistens, manche werfen sie auch ab und dann geht's erst los, zum Beispiel die Erle, die betreibt fast kein Recycling von Stoffen, die im Blatt drin sind und schmeißt sie einfach so, wie sie sind, runter, behält sie dafür aber auch sehr, sehr lange am Baum und kann dadurch etwas länger Photosynthese machen. Das wäre so eine Eigenart der Erle beispielsweise. Ja? Und in dieser Form beginnt die Pflanze, wenn sich das beginnt zu verfärben, eben schon alles zu lösen, was zu lösen ist. Und insbesondere die hochkomplexen und teuren Strukturen, die in so einem Blatt drin sind, Sachen wie die Photosysteme der Chloroplasten, ja, für diejenigen, die mal ein bisschen mehr Bio gehabt haben, soll heißen der Photosyntheseapparat. Das ist eine hochkomplizierte Zellbiologie, Biochemie, wahnsinnig schwierig herzustellen, wahnsinnig teuer sozusagen vom Unterhalt und da stecken jede Menge teure und seltene Sachen drin, wie eben das Calcium, das Magnesium, ein Haufen vom Phosphat und solche Sachen. Ja. Und die möchte eben der Baum nach Möglichkeit gar nicht erst auf den Boden schmeißen, die meisten Bäume oder sonstige Pflanzen, die eine Herbstverfärbung haben und pumpt die sozusagen raus, löst die auf, bricht die aus ihrem Zusammenhang mit Hydrolyse, also eine Lösung über gewisserweise Wasser, ja, über den Dipoleffekt des Wassers, mal ganz, ganz, ganz simpel formuliert. Und viele Oxidationen, also Reaktionen mit Sauerstoff, spielen da auch nochmal eine Rolle bei dem Auflösen und bei dem Kaputtmachen von diesem Zeug. Und dabei entstehen dann halt eben mit dem Wasser, was aus dem Blatt abgezogen wird, werden dann halt auch diese wichtigen Sachen wie Calcium, Magnesium und so weiter und so fort abgezogen.
gezogen und an dem Punkt ist das meiste Calcium, Magnesium, Kalium und Phosphat aus dem Blatt schon raus. Noch nicht alles, aber ein großer Teil. Und das ist auch der wesentliche erste Punkt und der Grund für die Herbstverfärbung. Den haben wir damit auch schon geklärt. So, jetzt fällt unser Blatt runter. Jetzt liegt es auf dem Boden. Und was ist jetzt noch drin? Naja, Reste von Calcium, Kalium, Magnesium und so weiter. Und vor allen Dingen der ganze andere Krempel, der mengenmäßig ohnehin am meisten drin ist, nämlich noch sämtlicher Kohlenstoff, sämtlicher Wasserstoff, sämtlicher Sauerstoff, sogar vielleicht ein bisschen mehr Sauerstoff als vorher, weil hier Oxidationsprozesse stattgefunden haben. Also Sauerstoff wird irgendwo angebaut. Und Stickstoff ist auch zu ganz großen Teilen noch im Blatt vorhanden. Das Erste, was jetzt passiert, wenn das am Waldboden ankommt, ist, dass das sogenannte Edaphon, also die Gemeinschaft der Bodenlebewesen, die Bodentierchen, die Bodenpilze, die zusammen Bodenpflanzen, wären ja Pflanzen, das ist ja dann nicht, die zählen nicht, aber Bodenpilze und Bodentiere plus die ganzen Mikroorganismen, die zählen zum belebten Teil des Bodens und das Gesamtleben im Boden, das nennt man Edaphon und das sorgt jetzt dafür, diejenigen vom Edaphon, die dafür zuständig sind, so ein Blatt erstmal zu zerkleinern. Das heißt, das wird jetzt erstmal zersetzt durch gefressen werden. Mechanische Zersetzung im Wesentlichen. Was wir eben noch am Baum hatten, ist ein chemischer Prozess. Ja, da wird rein durch chemische Reaktionen bereits Material im Blatt gelöst und abtransportiert. Da findet noch nichts Mechanisches statt. Jetzt kommt die Phase der mechanischen Zersetzung. Das ich würde jetzt behaupten, hat hier schon angefangen, stimmt aber nicht. Da ist schlicht und ergreifend ein Käferchen dran am Kauen gewesen. Aber hier liegen natürlich auch noch Blätter um mich rum. Einen Moment. So, hier haben wir jetzt ein schönes Beispiel, das schon gar nicht mehr so hübsch aussieht. Das ist Kirsche, Vogelkirsche, Prunus avium, was davon übrig blieb. Und da geht es jetzt langsam los, dass hier einfach dran rumgekaut wird, schlicht und ergreifend. Hier sind auch ein paar Löchlein drin, wie man sehen kann. Die sind auch hinterher entstanden und nicht noch beim grünen Blatt, sondern das sind einfach die ersten Tiere, die jetzt diese Substanz dieses ausgegilbten Blattes, wo alle wertvollen Mineralien rausgeholt worden sind, noch am Baum bereits am Auffressen sind. Und das Resultat, nachdem die das gefressen haben, eine Assel ist so ein klassischer Laubzerfresser, wenn es am Boden angekommen ist, oder der Regenwurm, viele von unseren Regenwürmern, die wir so haben, die gibt es auch welche, die ziehen zum Beispiel so ein Blatt einfach in den Boden, das verschwindet dann ganz langsam und wird im Boden vom Wurm entsprechend dann vertilgt und letztendlich wieder ausgeschieden, die Überreste. Und was machen die? Die ersten Zerkleinerer, können wir sie erstmal nennen, die fressen erstmal die Teile und leben von den Teilen, die sie einfach rausgelöst bekommen aus dem Blatt. Das heißt, sie machen Folgendes, sie gehen hin und wir haben ja die Zellulose im Blatt, ne? Und die ist jetzt der wesentliche Bestandteil, also diese langen Stränge mit den einzelnen Zuckern, zack, 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 alles schön vernetzt und da brechen die einfach diese Vernetzung auf. Und wenn man die Zellulosekette auseinanderbricht, dann wird erstens bei dem Aufbrechen der Bindung ein kleines bisschen Energie frei. Manche dieser Zersetzer können damit dann schon was anfangen. Und außerdem, wenn sie sich da einzelne Zuckerchen rausbrechen aus dieser langen Zuckerkette, dann können sie die Zucker natürlich auch verdauen. So ziemlich jeder Organismus auf dem Planeten ist in der Lage, eine Glucose direkt zu verdauen und damit direkt was anzufangen und das ohne größere Umwege. Das ist so eine der am einfachsten zu verdauenden Nahrungsbestandteile. Es ist sozusagen der Basisnahrungsbestandteil. Alles, was wir so essen, wird irgendwann auf Glukoseniveau runter reduziert und dann wird die Glukose letztendlich in den Zellen, gar nicht im Magen, sondern in den Zellen irgendwo im Unterarm von mir aus abgebaut und zur Energie umgesetzt. So. Und das machen halt eben im Wesentlichen auch schon die kleinen Zersetzerchen, die das Blatt zerkauen. Und deswegen, weil die eben nur die Zellulose wirklich für sich brauchen, also die meisten von denen können nur die Zellulose für sich wirklich brauchen, bleiben die Ligninbestandteile im Blatt vorhanden. Und jetzt ist der Herbst einfach noch nicht oder der Winter noch nicht weit genug, dass wir hier ein richtig zersetztes Blatt hätten. Das hier ist schon recht fortgeschritten. Ja?
Hier haben wir also schon ein Blatt, das wirklich schon nicht mehr ganz gut aussieht. Aber was noch gut aussieht, ist hier der Stängel. Und das liegt daran, ja, ist natürlich schwer zu erkennen, aber ihr wisst ja, wie ihn zersetzt ist. Es hockt euch irgendwo auf dem Waldboden, da seht ihr genügend fast zersetzte Blätter. Und der Stängel enthält jetzt eben das Lignin und der Stängel ist in diesem Zustand noch nahezu überhaupt nicht angerührt worden. Ja? Also die ersten, ich fress mal da dann rum und zerkleinere es, Tiere können mit dem Lignin gar nichts anfangen, können das nicht abbauen. Das gleiche gilt für Holz. Es fallen ja nicht nur Blätter auf den Boden im Winter, sondern es gibt durchaus auch mal Holz, das vom Baum als Ast, als Zweig abbricht und auf dem Boden landet. Und da besteht halt da besteht die komplette Substanz auch aus Lignin. Ja, nicht nur Lignin, da ist ja auch Zellulose dabei. Aber Holz als solches wird erstmal auch nur zerkleinert. Wirklich abgebaut werden kann das nicht. Es gibt viele, viele Tiere, die in der Lage sind, Holz dran rumzukauen, Holz zu zerbeißen. Dann auch irgendwie Sachen, die im Holz noch zusätzlich drin sind, da rauszuziehen, wie zum Beispiel ein Pilz, der im Holz hockt. Dann ernährt sich das Tier, das am Holz rumkaut, nämlich nicht vom Holz, sondern meistens von dem Pilz, der sich gleichzeitig wiederum, der Pilz ernährt sich vom Holz, nicht das Tier, das am Holz rumkaut. Ja, Pilze können das, Pilze können Holz zersetzen, aber dazu kommen wir dann noch. Und auch da bleibt das Lignin erstmal noch eine ganze Weile übrig. So, also erster Schritt. Die Zerkleinerung und gleichzeitig erste Umsetzung und erstes Fressen von der Glucose, die aus der Zellulose gewonnen wurde. Ja, das ist die Hälfte sozusagen von diesem Prozess. Und ich dachte, das würde jetzt länger gehen, aber ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Dann machen wir an dieser Stelle einen kleinen Schnitt, weil das hier war konzipiert als Zweiteiler. Ihr merkt euch einfach bis hierhin, wie das Ganze soweit funktioniert hat. Und dann sprechen wir über die weitere Zersetzung, die weitere Zerkleinerung von pflanzlichem Material im nächsten Teil. Dankeschön. Bis morgen.